Hey da, Leute! Im letzten Video, also im letzten Guide, habe ich euch den Control Vampire vorgestellt. Diesmal möchte ich euch die Tempo-Version davon vorstellen. Auch hier ist wieder der Unheil-Clipper-Vampir im Vordergrund. Ich wiederhole es noch so ein bisschen, was die einzelnen Karten, oder gehe ins Detail drauf ein, was die einzelnen Karten können. Unheil-Clipper-Vampir hat selber tödlich und verleiht allen anderen Kreaturen in derselben Reihe ebenso tödlich. Das heißt, wenn wir eine Scharfschützensperrin beschwören, verursacht sie ebenso einen Schaden, dann können wir uns eine Kreatur auf dem Feld aussuchen, die wir zerstören. Sie hat auch Prophezeiung, also kann es auch als Überraschung passieren. Wirklich, wirklich praktisch, ich liebe diese Kombination. Gut, gehen wir es einfach mal der Reihe nach durch. Wir haben hier auch noch den Schnellschuss, der fügt einer Kreatur einen Schaden zu und man zieht eine Karte. Wenn die Kreatur also zum Beispiel 3 Leben hat, dann können wir sie schwächen, um mit dem Ork-Clan-Hauptmann zum Beispiel da einfach mal reinzugehen, um sie auszulöschen. Wir ziehen auch eine Karte nach, deswegen doppelt praktisch. Wir haben den Drachenschwanzretter noch im Deck. Er bekommt plus 1 für jede gegnerische Kreatur in der Reihe. Wenn du diese also im Schatten spielst und der Gegner, sagen wir einfach mal, 3 Kreaturen hat, 3-1-1 hat zum Beispiel, dann hat er einfach mal plus 3, hat dementsprechend 5 Angriff. Und du kannst in der nächsten Runde 5 Schaden ausführen. Dann einfach nochmal zum Beispiel einen Ork-Clan-Hauptmann mit reingeworfen, der nochmal plus 1 macht. Und schon hast du 6 Schaden im Gesicht. Praktisch. So, als nächstes haben wir noch den Windburg-Magier. Der ist einfach nur zum Board-Clear da, da er ein Schild besitzt. Dadurch ist er nicht so leicht vom Board wegzubekommen. Das junge Mammut ist für 3 Magiker mit seinen 4-4 sehr, sehr stark und hat Durchbrechen. Also, wenn wir jetzt eine Kreatur mit zum Beispiel 3 Leben vernichten, dann machen wir einen Schaden ins Gesicht. Der Morkul Torwächter, wenn man ihn beschwört, verleiht er eine Kreatur plus 2. Das ist eben auch wieder sehr praktisch, um die Gegner stärker zu machen. Und er kann unsere eigenen Kreaturen mit seinem Wächter, da er als Wächter fungiert, noch zusätzlich beschützen. Da wir ja ein Midrange-Deck haben, habe ich hier auch noch Mumifizieren mit drin. Wenn wir jetzt zum Beispiel von einer starken Kreatur angegriffen werden, Legendary zum Beispiel, können wir diese locker, mir nichts, dir nichts, mumifizieren, in eine Kreatur verwandeln, die 2-2 hat. Ist immer noch besser, als irgendwie einen 8-8 auf dem Feld zu haben. So, das hat ebenso Prophezeiung, also wirklich sehr praktisch, weil wir da eben wieder als Überraschung agieren können. Sklavenpyromant, auch sehr, sehr nützlich. Er fügt allen anderen Kreaturen in derselben Reihe einen Schaden zu. Damit können wir, wenn wir ihn mit dem Unheil-Clipper-Vampir kombinieren, die komplette Reihe clearen. Achtung, der Unheil-Clipper-Vampir ist dann dementsprechend auch futsch. Dann haben wir noch Überfallkommando, wir bekommen 2 1-1er Heißsporne auf die Hand. Mit dem können wir auch ebenso mit Null-Clipper-Vampir kombinieren, da die 0 Magicka haben und wir dann die Kreaturen einfach auslöschen können. Die lassen sich apropos auch wirklich gut mit dem Ork-Clan-Hauptmann benutzen, wenn wir den aufs Feld bringen und dann jeweils die einzelnen 0 Magicka Karten. Haben die 2 Angriff und das ist dann natürlich um einiges besser als einer. So, die Erdknochenweberin habe ich jetzt auch nur einmal reingemacht. Sie lässt eine Kreatur verstummen und fügt ihr einen Schaden zu. Kann man ebenso mit dem Unheil-Clipper-Vampir kombinieren, aber auch alleine ist sie sehr nützlich. Mitternächtliche Kontrolle ist als Prophezeiung ganz, ganz wichtig. Man beschwert 2-2er auf jeder Seite, die Wächter besitzen. Damit können wir uns verteidigen, unsere Kreaturen verteidigen und damit weiter ins Gesicht gehen. Der Reef, der Schwertmeister. Wenn Reef angreift, fügt er dem gegnerischen Spieler 2 Schaden zu und erhöht dann seinen Schaden um 2. Sprich, wir greifen an, machen 2 Schaden. Beim nächsten Mal machen wir 4 Schaden, dann 6 Schaden, dann 8. Ihr habt das Prinzip bestimmt verstanden. Von daher wird der Gegner versuchen, ihn vom Feld zu bekommen, ist mit seinen 5 Leben aber wirklich gut ausgestattet. So, wir haben im späteren Kartenverlauf viele Karten, die darauf basieren, dass wir Leben haben. Dementsprechend ist der ruhelose Templer mit am Start, denn wenn er krepiert,
bekommen wir 5 Gesundheit, aber im Allgemeinen hat er auch 5 Angriff. Eine wirklich starke Karte, darf in diesem Deck nicht fehlen. Blutdrache, der ignoriert Wächter und kann auch ins Gesicht angreifen, ist also auch zum Rushen ziemlich praktisch und mit seinen 7 Magicka, 7 Magicka sage ich schon, mit seinem 7 Leben erhält er auch einiges was aus. Der Schwarzwurm-Nekromant, er beschwört, wenn wir mehr Gesundheit haben als der Gegner, deswegen auch der ruhelose Templar, ne? Beschwert eine zufällige Kreatur aus dem Ablagestapel. Also stellt euch mal vor, der Blutdrache ist schon gestorben. Wir spielen diese und er kommt auf einmal wieder. Mächtig! So, dann haben wir den Plündernden, also Plündern und Brandschatzen. Habe ich jetzt auch noch 2-mal reingemacht. Füge für jede vernichtete Rune dem Gegner einen Schaden zu. Also stell dich mal vor, wir haben 3 Runen schon bereits vernichtet. Er kommt jetzt mit irgendwelchen Karten aufs Feld und wir fügen allen Karten 3 Schaden zu für 6 Magicka. Vollkommen in Ordnung. So, Card Draw darf in einem Mid-Red-Stack natürlich nicht fehlen. Wir haben hier den triumphierenden Jarl. Wenn wir mehr Gesundheit haben, jetzt auch wieder ganz wichtig, der ruhelose Templar, ganz klar. Dann ziehen wir 2 Karten. So, Unheilklippe-Vampir habe ich euch bereits vorgestellt. Jetzt der streitlustige Riese. Er ist sehr, sehr mächtig. Für 7 Magicka hat er 7-4. Dementsprechend lieber in der Schattenreihe beschwören. Er hat Durchbrechen, sprich er bricht wieder durch, genauso wie das olle Mammut. Und wenn er beschworen wird, schickt er eine Kreatur auf die Hand seines Gegners wieder zurück. Oder vernichtet eine gegnerische Unterstützung. Also multifunktional einsetzbarer Man. Dann haben wir noch den wilden Oger. Gibt eine Kreatur in diesem Zug plus 5, plus 0. Dementsprechend können wir den... Ja, für den letzten Schliff benutzen. Um den Gegner halt eben die letzten Leben abzuziehen. Okay Leute, das sind ein paar Kombinationen. Den Rest der Kombinationen, die hoffe ich einfach mal klappen im Kampf. Und möchte ich euch jetzt in den nächsten Matches vorstellen. Da wären wir auch schon. Wir kämpfen gegen Mika. Unheilklippe-Vampir gleich zu Anfang. Ja, ist gar nicht so schlecht. Können wir lassen. Von daher können wir jetzt dann schon mal unsere Karten sammeln, die wir für... die Mitte des Spiels brauchen, um ihn halt eben so gut wie möglich einzusetzen. Tada, da ist schon die erste Kombinationskarte. Zum Gruße, Bürger. Ich möchte dann erstmal so schnell wie möglich das junge Mammut aufs Feld bringen. Die Ausbildung ist vorbei, Zeit zu kämpfen. Jawohl, wir haben gleich schon 2. Ist halt jetzt wirklich doof, da wir keine 2 Magiker-Karte haben. Das ist halt eben kein guter Start. Aber mit dem jungen Mammut können wir jetzt in der nächsten Runde ziemlich glänzen. Denn er müsste schon mit beiden reingehen, um ihn zu vernichten. Ich höre und gehorche. Wenn wir ihn jetzt vernichten, fügen wir dem Gegner noch einen Schaden zusätzlich zu. Die ist wirklich sehr nervig. Dagegen können wir aber Sachen machen. Und zwar können wir sie verstummen lassen und fügen ihr zusätzlich einen Schaden zu. Der Wald duldet eure Gegner. Müssen wir hier auch tun. Weil sonst beschwört sie, könnt ihr jetzt nicht sehen, aber nochmal sich selbst. Nur ohne den Effekt. So, er geht rein. Jawohl. Ja, noch haben wir nicht viel Schaden gemacht, ne Leute? Aber der kommt noch. Der kommt noch. So, hier möchte ich lieber
den Drachenschwanzritter spielen. Das junge Mammut spielen wir dann auf der anderen Seite. Und der hätte den nämlich ganz easy vernichten können. Und das Mammut ist natürlich eine stärkere Kreatur als der hier. Und der reicht vollkommen aus. Also er versucht von einer Seite zu rushen. Und mehr Leben zu haben als wir. Das wollen wir aber nicht. Von daher den ruhelosen Templer auf dieser Seite. Er wird sicherlich ins Gesicht gehen. In der nächsten Runde könnten wir aber eine ganz gute Kombination starten. Erstmal greifen wir an. Wir könnten jetzt auch den Schwarzwurm-Nekromanten spielen. So, was haben wir denn bisher? Wenn ich falle, holt mich der bisher sind das eigentlich wirklich starke Kreaturen, die wir haben. Und das ist wirklich nervig. Das ist wirklich nervig. Er möchte auf jeden Fall unser Mammut tot sehen. Wir könnten uns hier verteidigen, was uns aber nicht viel bringen würde. Wir könnten den hier mit dem Sklavenpyromanten auch auslöschen. Was ich jetzt nicht so lustig finde. Der hier muss auf jeden Fall weg. Das wäre höchstwahrscheinlich die cleverste Kombination. Meine Pfeile werden ihr Ziel treffen. So, der hätte auch den meisten Schaden gemacht. Hier muss er erstmal gucken, wie er an ihm vorbeikommt. Den kann er auf jeden Fall nicht vernichten. Er kann leider das Mammut vernichten, aber das könnten wir eventuell mit dem Schwarzwurm-Nekromanten wiederholen. Okay. Okay. Wenn ich falle, holt mich der Hexe zu sich. Verstehe. Mit mir legt man sich nicht an. So, wir könnten das komplette Board clearen. Also die komplette Reihe clearen. Ist wahrscheinlich auch hier das cleverste. Moment mal. Wir könnten den hier vernichten. Dann spielen wir mitternächtliche Kontrolle. Er müsste mit dem reingehen. Könnte ihn aber immer noch vernichten. Es ist mir zu viel Heckmeck. Vernichten wir einfach alle. Bleibt er wenigstens übrig. So, dann noch den Magier. Dann können wir in der nächsten Runde sehr gut Schaden machen, um den Schwarzwurm-Nekromanten aufs Feld zu bekommen. Vielleicht haben wir sehr viel Glück und ziehen den Vampir erneut. Das wäre natürlich stark. Okay, der ist böse. Der ist böse. Okay.
Hältst du ebenso viel Gesundheit? Na, sehr gut. Machen wir das doch mal so. Formation schließen. Lass niemanden durch. Damit können wir hier mehr Schaden zuführen, um den Schwarzwurm-Nekromanten auszuspielen. Den spielen wir links. Jawohl. Ich töte euch an Ort und Stelle. Habe ich nicht gesagt, dass wir Glück haben. Das ist wirklich cool. Jetzt sieht es für ihn sehr, sehr schlecht aus, da er nur noch zwei Karten hat. Und wir den Blutdrachen am Start. Kynaret, Geist des Himmels, leite uns. Hier werden wir erstmal reingehen. Ich kann eure Angst schmecken. Ehre und Blut. Fügen ihm erstmal ein paar Raden zu. Jetzt gehen wir da ebenso rein. Spielen den Blutdrachen. Schön safe. Und die mitternächtliche Kontrolle. Ich lebe, um zu dienen. So, jetzt kann er erstmal den 2-2er vernichten. Und wir können ganz viel Damage machen. Vor allem der Blutdrache ignoriert seinen Wächter sowieso. Ajit braucht Geld und das holt er sich. Das ist eben das Gute. Hier können wir so oder so ins Gesicht angreifen. Vorher würde ich aber gerne mit ihm angreifen. Jetzt mit ihm. Okay. Wenn er jetzt zum Beispiel den Speer hat. Oder sowas hier. Kommen wir locker dran vorbei, da wir ja auch Gift haben. Jetzt nur noch sowas. Und sowas. Tada! So. Ihr habt gesehen, das geht wirklich gut. Ein sehr, sehr mächtiges Deck. Wir werden aber zum Beweis natürlich noch ein Match machen. Jawohl! So. Wir sehen uns im zweiten Match. Bis gleich. So, da sind wir schon im zweiten Match. Im ersten hat es ja ziemlich gut funktioniert. Wir spielen gegen dieselbe Zusammensetzung. Kann aber natürlich ein anderes Deck sein. Dass wir den Unheilklipper am Anfang, den Unheilklippe-Vampir behalten haben, war doch gar nicht so schlecht. Machen wir das doch noch einmal. Jetzt haben wir hier zwei davon. Das ist nicht so gut. Aber wir haben das junge Mammut gleich zu Anfang. Das ist prima. Dazu haben wir natürlich noch die Magika. Fläschchen. Damit kriegen wir das junge Mammut etwas schneller aufs Board. So, unsere nächste Legendary. Da haben wir die Hand ja fast voll. Den können wir dann auch relativ früh raushauen. Was sehr, sehr wichtig ist. Dann können wir ganz, ganz viel Schaden machen. Und ihn so ein bisschen rushen. So, unser Gegner scheint einer von den langsamen zu sein. Warte auf Befehle. So. Wir spielen das Mammut links. Da können wir noch einen Schaden machen und die Kreatur gleichzeitig vernichten. In der nächsten Runde möchte ich dann Reef spielen. Den dann eben im Schatten. Und schon mal angreifen. Ich höre und gehorche. Jawohl, er kann nichts tun. Ballern wir weg. Und spielen Reef.
töten. So, damit haben wir ihn schon mal so ein bisschen in Bedrängnis. Das ist jetzt natürlich nicht so lustig. Schmerz und Ekstase. Aber wir können gut Schaden machen. Wir machen erstmal schnell einen Schuss. Er möchte ihn bestimmt loswerden. Und falls er dann reingeht, würde seine Kreatur ebenso sterben. Okay, das junge Mammut. Und schon haben wir gefährliche Kreaturen auf dem Feld. Und das mit der vierten Magikerstufe. Sehr, sehr gut. Jetzt ist seine größte Sorge natürlich der Reef. Und da versucht er jetzt alles, um ihn loszuwerden. Und ignoriert erstmal die Mammuts. So ist es meistens. Also falls es möglich ist, den halt loszuwerden. Oder ist es das? Jawohl. Das ist halt perfekt. Können wir ihn loswerden? Ja, wir greifen erst mit ihm an. Dann mit dem anderen. Und jetzt spielen wir den Rosen... Also heute habe ich so mit der Sprache. Dem ruhelosen Templer. Der macht auch noch 5 Schaden. Sehr, sehr gut. Ich bin so glücklich, wenn göttlicher Eifer endlich... Ja! Wie heißt es? Mir fällt das Wort jetzt nicht ein. Eben gebufft wird. Die kostet dann 5 Magiker, nicht nur 4. Finde ich richtig nice. So, greifen wir erstmal mit ihr an. Dann mit dem Wein, wollte ich so schon sagen. Mit dem Mammut. Erhalt ist meine Kraft, mein Mut. Der will einfach nicht sterben. Was wird mit ihm? Der will einfach nicht sterben. Dann spielen wir das junge Mammut der linken Seite, dann noch den Templer auf der rechten. Und schon haben wir ein bisschen mehr Bedrohung. Der wird das Mammut da loswerden wollen, wird er dann dementsprechend auch tun. Und wir können trotzdem eine Menge Schaden machen. Okay. Sehr, sehr gut. Spielen wir das doch gleich mal. Und werden wir erstmal los. Vernichten Sie. Begreifen mit ihr an. Wie gesagt, ich hab's heute nicht so mit der Sprache. Nehmt's mir nicht übel, ne? Und können dann noch, wenn er jetzt mit irgendeinem Wächter kommt, mit dem Unheilklippe-Vampir und Kombination mit dem Heilsporn eben Sachen machen, so wie hier jetzt, ne? Wir haben aber leider nicht genug. Leider nicht genug, um ihm das abzuziehen. Dann machen wir das trotzdem. Gehen wir rein. Viel zu einfach. So. Viel mehr können wir nicht machen, aber wir haben ihn wenigstens schon mal auf 2 Leben runter. Da geht er selbstverständlich rein. Wir haben aber immer noch genug, um ihn zu töten. Da wir noch einen Nordheilsporn auf der Hand haben.
Wenn ich falle, holt mich der Hist zu sich. Kajit hat genug. Üble Winde. Ja. Beruhig dich. Die nicht. Kommen wir trotzdem nicht dran vorbei. Die Schlacht wendet sich. Ich hab's. Tada! Ein feiner Kampf. Tada! Auch wenn ich es mit der Sprache heute nicht so hab, klappt's wenigstens mit dem Spiel können. Außer ich habe wieder etwas übersehen. Aber ich hoffe nicht. So. Das war das zweite Match. Wir machen auf jeden Fall noch ein drittes. Bis gleich. Da wären wir auch schon. Das dritte und letzte Match. Ja, ist okay. Okay. Ihr gehört jetzt zu uns. Okay. So einen Start habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Es ist keine so gute Starthand. Gefällt mir jetzt persönlich nicht so. Fangen wir also an. Oh Mann. Okay. Zack. Und meine Pfeile werden ihr Ziel. Zack. Kommt schon. Sind wir die schon mal losgeworden? Die ist nämlich gefährlich. Ihr gehört jetzt zu uns. Okay. Kommt schon! Da gehen wir doch eiskalt ins Gesicht. Hau noch das Mammut raus, was jetzt noch 5 Angriffspunkte bekommt. Ich meine einen Angriffspunkt zusätzlich. Würde sich schon etwas schwerer tun, die alle loszubekommen. Dann spiele ich noch einen Ork-Hauptmann und kann die ganze Reihe dann noch verstärken. Oder wir machen das anders und spielen Mumifizieren. Oder nein. Gemeinsam wir machen das schon so. Wir können hier gut Schaden machen. So, einen Ork-Hauptmann sparen wir uns auf. Falls er die Reihe jetzt nicht komplett wegbekommt, dann werden wir den dritten Ork-Clan-Hauptmann spielen und können dann die Reihe noch mehr verstärken. Die Umarmung des Todes. Nee, das klappt nicht so, aber er ist verzweifelt. Das ist sehr gut für uns. So, verstärken wir sie doch mal alle. Bam! Eben. Kommt schon!
fahren wir weg. Kommt schon! Ballern wir auch weg. Dann spielen wir den Morkulwächter. Formation schließen. Lass niemanden durch. Geben ihr noch ein bisschen Angriff und gehen weiter weg. Das mit den Prophezeiungen, das ist so nervig manchmal. Wenn wir ganz viel Pech haben, könnte er jetzt den Eissturm haben und könnte das komplette Board clearen. Fürchtet ihr den Tod? Hat aber nicht. Hat er nicht. Jetzt haut er alles raus. Bam. Ehre und Blut. Bam. Der Wald duldet eure Gegenwart nicht. Dann killen wir die hier noch. Und warten wieder ab. Ich meine, er hat nur noch 7 Magika. Ich hab's heute, Leute. Ey, das wird voll der Guide-Fail. Wenn das Deck ist geil. Und das Spiel ist auch gar nicht so schlecht, aber. Ehre und Blut! Ich bin nicht ganz da. Machen wir das so. Ich lebe, um zu dienen. Und so. Seht ihr nicht, dass ich gewonnen habe? Ehre und Ruhm. Gut für uns. Ihr bleibt bei mir, Soldat. Ich erwarte euren Befehl. Okay. Tada. Und bam und bam. Okay, Leute, das soll's zu dem Deck gewesen sein. Baut's nach, probiert es selber aus. Ist ein richtig, richtig geiles Deck.